Freitagmorgen kam es hier auf dem Campingplatz in Mellegesmold zu einem Brand. Dementsprechend waren hier mehrere Meller Ortsfeuerwehren im Einsatz, um die Brandausbreitung zu verhindern und um die brennenden Wohnwagen abzulöschen. Das Feuer hatte von einem brennenden Wohnwagen auf die Umgebung übergegriffen. Es gibt hier auf dem Campingplatz eine recht enge Bebauung, sodass vier Wohnwagen durch den Brand beschädigt und zerstört wurden und zwei weitere in Mitleidenschaft gezogen wurden. In den Wohnwagen sind Gasflaschen üblicherweise untergebracht. Das war auch in diesem Fall so. Und diese Gasflaschen haben entsprechend unter Temperaturbeaufschlagung dann abgeblasen, sodass das Gas entwichen ist. Explosionen gab es hier so in der Form nicht. Ich wollte heute Morgen mit meinem Hund gehen und hatte vorher hier die Sirenen gehört und tatütata alles und habe dann ein Foto gesehen, dass es hier irgendwo brennen soll, aber bin nicht auf die Idee gekommen, dass es auf unserem Campingplatz sein soll. Und hörte plötzlich laute Stimmen und denke, was ist das? Und dann kam ein Polizeiwagen, der mir mitteilte, ich müsste schnellstens den Platz verlassen und am besten in die Richtung Melle, weil das in die andere Richtung am Brennen wäre. Und dann habe ich nur noch meinen Hund geschnappt, Gas abgedreht, abgeschlossen und bin ganz schnell vom Platz geflitzt. Im Zusammenhang mit der Brandursache haben wir eine Person gesucht, die unter Umständen für die Brandursache, für das Feuer verantwortlich gewesen sein könnte. Im Rahmen einer Durchsuchung oder Absuche des Campingplatzes wurde in der Folge ein Leichnam aufgefunden, bei dem vieles dafür spricht, dass sich bei diesem aufgefundenen Leichnam um die gesuchte Person handelt. Was letztendlich zu dem Brand geführt hat und die näheren Umstände des Ablebens der Person, da können wir momentan noch keine Angaben zu machen. Die Ermittlungen sind aufgenommen worden und werden sicherlich noch eine Zeit in Anspruch nehmen.